Der FC Schalke 04 ist somit voraussichtlich erstmal bis auf weiteres Tabellenzweiter und damit direkter FC Bayern Konkurrent. 22. Spielminute. Es geht schon gut los für den FC Schalke 04. Es war die erste gute Möglichkeit für Schalke und das ist Jean-Obi Holters mit seinem 19. Ligator. Führung für Schalke und die war souverän und verdient. ...38. Spielminute, Ecke Geis, zunächst geklärt von Sommer und dann wieder Holters. Diesmal hatte er nicht so viel Glück, aber gezielt war der Ball. 43. Spielminute, Gladbach meldet sich auch mal zu Wort. Das ist Branimir Hrgota und Fährmann wird erstmals gefordert. Klasse Parade von ihm. 49. Spielminute dann. Das ist Leroy Sané. Und das war zuvor eine tolle Vorarbeit hier von Slim Dempsey, der den Ball da super auf Sané gezielt hat. Dann 67. Spielminute. Wieder Leroy Sané. Dann die Flanke. Und da ist natürlich wieder Jean-Obi Holters und macht somit sein 20. Ligator. Er führt jetzt die Top-Torjägerliste an und ist damit auf Rang 1. ...74. Spielminute, dann die Riesenchance wieder für Jean-Obi Holters, aber Sommer ist diesmal zur Stelle. Die Gladbacher hatten Glück, dass das nicht noch schlimmer ausgegangen ist, als es letztendlich war. Am Ende bleibt es dann beim 2:0 für die Schalker. Sie holen sich die 3 Punkte und holen sich den 2. Platz in der Ligatabelle.